Yeah, the grind podcast rocking round. Build the buzz of never dropping down. Keeping that hustle real, it's how we roll. It's about our time to explode. Breaking down walls to success. But you gotta work harder than the rest. Hustle in the game, that's how you win. It's a mindset that you gotta lock in. Love the process, not the goal. Hustle and grind, that's how we roll. Business, mindset, lifestyle. The grind podcast going down. Herzlich willkommen, lieber The Grind-Hörer, zu einer weiteren Single-Folge mit mir, Lars Müller. Ja, heute will ich zwei Dinge mit dir ansprechen. Einmal werde ich sehr häufig nach meiner Morning-Routine gefragt und das andere Thema ist, ich werde ebenfalls sehr häufig gefragt, Lars, wie schaffst du das denn alles? Ja, wie schaffst du das denn alles? Warum bist du so produktiv? Du machst so viele Sachen gleichzeitig. Wie kann das denn überhaupt? Funktionieren. Ja, und ähm, da will ich euch mal ganz kurz mitnehmen. Wie gesagt, ich will die Montagsfolgen hier oder die Single-Folgen nicht so lang halten, also es ist ungefähr ja, fünf bis zehn Minuten. Lass uns einsteigen in meine Morning-Routine. Ja, und hier möchte ich ganz klar splitten zwischen, wie sie aussehen sollte und wie sie wirklich ist. Und mit dieser Brille sollte man meiner Meinung nach auch durchs Leben gehen, weil gerade durch die, durch die sozialen Medien wo jeder so produktiv aussieht, jeder so erfolgreich aussieht und wenn man dann mal hinter die Kulissen guckt, ist es dann doch leider oft mehr Schein als sein. Ja und hat der Matthew Mockridge auch, ähm, bevor ich jetzt einsteige in meine Morning Routine, <laughs> äh, auch mal einen ganz coolen äh, kleinen äh, Tonschnipsel gemacht, der halt wo er auch genau erklärt, Jungs, das eine ist, wie es in der perfekten Welt aussehen sollte und das andere ist wie es wirklich ist, ja, dass wir auch mal schlechte Tage haben, wo wir nicht unsere Routine so durchziehen. Und genau, lassen wir uns einfach mal in die Morning-Routine einsteigen von mir. Und ich habe ein ganz gutes Buch gelesen, ich glaube vor einem Jahr. Das Buch heißt The One Thing. Ich hau das auf jeden Fall auch in die Shownotes. Und das Buch hat mir ziemlich zum Denken gegeben, weil das hat ganz klar gesagt und auch belegt, dass Multitasking nicht funktioniert. Ja, unser Hirn switcht, wenn dann ganz schnell zwischen den Tasks und es fühlt sich zwar an, als könnten wir viele Dinge gleichzeitig machen. Dem ist aber nicht so. Ja? Und ein anderes Ding in uh, The One Thing ist, dass man die ersten vier Stunden des Tages, also die erste Hälfte für den wichtigsten Task oder für das wichtigste Projekt, was alles voranbringt, verwenden soll. Und so sieht auch mein Tag aus. Wie gesagt, mein perfekter Tag, wenn er dann mal so durchgeführt wird, wie er durchgeführt werden sollte, dass ich versuche, die ersten vier Stunden keine Mails. Kein Handy, keine sonstige Ablenkungen. Ja, nur Zeit für mich, nur Last Time. In meinem Kalender steht immer Last Time drin. Ja, die ersten vier Stunden am Tag. Wenn ich früher aufstehen will, stehe ich früher auf. Wenn ich nicht früher aufstehen will, stehe ich nicht früher auf. Und dann versuche ich anfangs ein bisschen zu meditieren. Ich muss zugeben, dass es mir da so ein bisschen schwierig fällt. Aber wenn ich es einmal mache, merke ich, dass ich viel viel fokussierter in den Tag starte. Ich versuche danach an den wichtigsten Dingen zu arbeiten, die so gerade anstehen. Ich versuche dann teilweise auch zu lesen. Ich versuche teilweise ins Sport zu gehen. Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber auf jeden Fall versuche ich die ersten vier Stunden für mich zu verwenden und für die wichtigsten Aufgaben. Und das funktioniert halt leider nicht immer so gut. Ja? Also ich meine, jeder sagt, oh, ich bin so diszipliniert und ich bin leider gar nicht diszipliniert, ja. Ich versuche es immer so strikt durchzuziehen, aber es gibt Tage, da klappt es voll gut. Dann gibt es Tage, da klappt es überhaupt nicht. Der, ja, wo man morgen schon die erste Mail checkt, weil man genau weiß, dass man irgendwie ähm, ja, irgendwas Wichtiges beantworten muss. Und dann geht man in seinen Mail-Account rein, weil man nur die eine Mail beantworten will und sieht die ganzen anderen Mails und dann ist schon wieder die ganze Routine für den Arsch, ja. Und von dem her bitte ich euch da ganz klar zu splitten und auch mit dieser Brille immer aufzuziehen, wenn man da so durch die sozialen Medien durchgeht. Nicht alles, was so produktiv aussieht oder so, so krass aussieht, ist letztendlich auch so krass in echt, ja. Und da lässt man, lässt man sich leider sehr, sehr, sehr häufig blenden. Von dem her meine Morning Routine besteht, wie gesagt, einfach aus der Splittung zwischen morgens und mittags. Vormittags versuche ich proaktiv aktiv zu arbeiten und ab der anderen Hälfte versuche ich mich für den ganzen reaktiven Kram zu öffnen. Ja. Sprich, Mails beantworten, Calls, Podcast-Termine, äh, sonstige Termine und so weiter und so fort. Das ist so der grobe Plan. Aber das funktioniert halt auch nur deshalb so gut und ich kann das persönlich auch nur deshalb so gut machen, weil ich weiß, dass Sandra meine Mails und so weiter beantwortet am Vormittag, dass Lukas sich um wichtige Calls und wichtige finanziellen Themen kümmert. Und das gibt mir den Luxus, mich die ersten paar Stunden nur auf mein Stuff zu fokussieren. Tim Ferriss würde jetzt sagen, Lars, das kriegst du auch alles alleine hin. Das mache ich auch in der vier-Stunden-Woche. Ich mache nur einmal in der Woche meine Mails, aber es funktioniert leider doch nicht immer so, wie es so schön geschrieben ist. So, und dann kommen wir zum zweiten Punkt, der sehr, sehr ähnlich ist. Und das ist die Frage, Lars: Wie schaffst du das alles? Ja, wie schaffst du das alles zu handeln? Warum bist du so produktiv? Ähm, es sieht so aus, als würdest du, keine Ahnung, zehn Schiffe gleichzeitig steuern und so. Und ja, es ist so, dass ich viele Dinge gleichzeitig mache, aber das schaffe ich nur deshalb, weil ich es, weil ich, weil ich schnell früh gelernt habe, oder früh, je nachdem, wie man früh nennt, aber ich habe gerade letztes Jahr und vorletztes Jahr gelernt, dass ich mich auf die Dinge fokussieren soll, die ich richtig gut kann und für die anderen Dinge mir Menschen suche, die mein Komplementär sind. Ja, und ich erzähle das so häufig und es ist so, so, so wichtig, dass ihr euch das einprägt, weil ihr kennt es selber, ihr schiebt Dinge voran, ihr schiebt, schiebt Dinge irgendwie weit raus, wo ihr irgendwie nicht so, nicht, nicht so gerne macht. Hättet ihr einen Wingman an eurer Seite, den ihr den Task abgeben könnt, der danach, ja, lechzt, der einfach sagt, geil, das ist der Task, den ich gerne machen würde, der dir nicht so viel Spaß macht, dann kriegst du eine ganz andere Performance auf die Strecke, ja, weil... Ich kann den ganzen Tag nur Lars sein, kann den ganzen Tag nur mega produktiv sein und versuchen, mein Ding zu machen. Ja? Und ähm, ja, da eigentlich das ganze Zeug rauszuhauen. Und mein Team federt die ganzen Dinge ab, die ich nicht so gut kann. Und das sind quasi dann wieder Dinge, die sie gut können. Ja? Und somit haben wir einfach eine sehr, sehr, sehr geile Performance. Das Gleiche ist wie bei dem Podcast hier. Ich drehe die ganzen Folgen. Sandra macht die ganzen Texte dazu, macht die Blogposts dazu, macht die Grafiken dazu. Till, der jetzt neu am Start ist, macht das ganze Mastering von den ganzen Folgen. Wir haben einen Plan gemacht und so geht das Ganze durch. Ja, und ich kann mich einfach nur äh, in ein paar Terminen der Woche darauf fokussieren, Content zu drehen ja, oder ab aufzunehmen. Und das ist natürlich ultimativ gut. Ja. Und das Gleiche ist auch beispielsweise zum Amazon-Thema. Das Ganze... Äh, Zahlenthema ist komplett gehandelt von Lukas. Ja, ich kann den ganzen Tag mich darauf fokussieren, neue Produkte rauszubringen, neue neue Ideen zu spinnen und so weiter und so fort. Das Gleiche mache ich zum Beispiel für das Marketing von meinen, für mein Unternehmen. Ich bin nicht so gut im Marketing. Darum suche ich mir Partner, die mit mir zusammen das Marketing machen für meine, für meine Produkte oder für meine ganzen anderen Firmen. So kann ich mich auf das fokussieren, äh, wo ich richtig gut bin. Es ist irgendwie Kooperationen aufbauen, irgendwie mir neue Dinge überlegen. Ja? Und so, neudeutsch auch Outsourcing genannt, ja? so kriegt man PS auf die Straße, ja? Und ich kenne das. Man versucht oft alles selber zu machen und ja, nicht abzugeben. Und ich, das ist ein schwieriger Prozess. Das musste ich auch erst lernen und es ist auch immer noch schwierig. Aber wenn man mal die Hürde übersprungen hat, dann sagt alles klar. Das kann nicht gut. Das kann ich nicht gut. Und ich stehe dazu. Ich stehe dazu. Das fällt vor allem den Männern oft sehr, sehr, sehr schwierig, zu ihren negativen Seiten zu stehen. Und dann gebe ich das einfach ab. Und in Nu habt ihr eine ganz andere Performance. So, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen zu meiner Morning Routine, ähm, wie sie eigentlich sein sollte. <laughs> Und äh, ein bisschen ähm, hinter die Kulissen schauen, äh, warum der Lars so produktiv ist oder warum es also mal zumindest so aussieht. Also, ich habe Tage, wo ich denke, dass wir produktiv sind. Äh, wo wir, dass wir produktiv sind. An manchen Tagen habe ich irgendwie nicht so das Gefühl, aber ist ja egal. Ja? Be in love with the process, das ist das, was ich immer predige. Und in diesem Sinne entlasse ich euch in eine neue Woche. Hört auf jeden Fall am Donnerstag rein. Da kommt eine mega geile Folge raus mit äh, Michael Hecker. Das wird richtig, richtig lustig. Hört auf jeden Fall rein. Und ich bedanke mich mega für euren Support bis hierhin. Wir werden diese Woche locker noch die 10.000 Downloads knacken. Ich ziehe meinen Hut vor euch. Unglaublich. Ja. Und ja, in diesem Sinne habt eine unglaublich gute Woche. Dein Business, mindset, lifestyle. The crime podcast going down.